Mein Thema heute wird zu sein, ist vielleicht ein bisschen so einführend in das, was uns noch erwartet, Bewegung des Lebens. Es geht so um the movement of health in society, economy and personality. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich und meine Kollegen machen vom Plenum ganzheitlich nachhaltige Entwicklung. Wir begleiten in erster Linie mal Menschen und in zweiter Linie Organisationen auf dem Weg so in ein zukunftsfähiges Wirtschaften, ein zukunftsfähiges Leben miteinander. Und das geht von ganz großen Firmen in Österreich, den größten, die es gibt in diesem Land, ich nenne jetzt da keine Namen herinnen, bis zu kleinen KMUs und bis zu Einzelunternehmen und runter bis zu Projekten wie Pioneers of Change, wo wir ganz junge Leute begleiten, ähnlich wie es ihr das da macht. Und das sind wunderbare Synergien und Synchronizitäten, die es da gibt, begleiten ihren Traum, ihr Projekt sozusagen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in die Welt zu bringen. Bevor ich mir jetzt verplapper, würde ich gerne sagen, es geht um Bewegung heute, es geht um Leben und es geht so etwas wie um Gesundheit. Und im Zusammenhang würde ich Sie bitten, einmal alle kurz in Bewegung zu kommen und aufzustehen, einen Sprung. Das wäre ganz nett, wenn Sie da, ja wunderbar. Und jetzt hätte ich eine Frage, und zwar würde ich Sie bitten, eine Entscheidung zu treffen. Und ich würde Sie bitten, anhand folgender Frage diese Entscheidung zu treffen. Wenn Sie sagen, dass Gesundheit das Wichtigste oder eines der drei wichtigsten Sachen in Ihrem Leben ist, dann würde ich Sie bitten, stehen zu bleiben. Sollte das nicht der Fall sein, aus welchen Gründen auch immer, dann bitte ich Sie, so ehrlich zu sein und sich zu setzen. Sie können sich auch schon setzen, ne? Was will sich ja da setzen? Okay, danke. Also wir sind mittendrin in dem Thema, worum es geht. Es geht um Gesundheit ist was uns berührt, was uns bewegt, mehr als wir vielleicht glauben. Und in dem Sinne würde ich jetzt gerne einsteigen, ihr dürft euch gerne wieder setzen, ihr könnt so stehen bleiben, wie Sie wollt. Und ich steige gleich mal ein in was, wo ich mich ganz groß beginne, an das Thema heranzunähern. Ja, vorweg nur was ich mitgebracht habe von Franklin Roosevelt, was so ein bisschen unser Konzept auch ist, so die Zukunft gehört den Menschen, die an ihre, also an das Wahre, an das Schöne und Gute ihrer Träume glauben. Und in dem Sinne sind wir überzeugt und ich glaube, das verbindet uns auch ganz stark mit der Dream Academy. So, und jetzt nichts wie rein in die Bewegung des Lebens. Wenn ich ganz groß anfange, ist doch faszinierend, so der Blick irgendwo vielleicht, da, man sieht es gar nicht, ist vielleicht unsere Galaxie, irgendwo die Erde drinnen. Es gibt also sowas wie eine makrokosmische Bewegung, also irgendwas ganz, was ganz, was ganz, was Großes, was man kaum packen kann. So, ich springe weiter, ich verzeihe es, wir zoomen uns hinein, wuff. Ihr kennt das alle, der blaue Planet, der ständig in Bewegung, dreht sich um die eigene Achse, dreht sich wupp, um sowas wie ein Zentrum, wie die Sonne, rund um die Erde, ständiges atmosphärisches Bewegen, schafft Zustände, wirklich atmosphärische Zustände auf der ganzen Welt. Alles ist in Bewegung, ein sogenanntes, könnte man fast sagen, Perpetuum mobile, der perfekte Organismus, der uns da sozusagen vor Augen geführt wird. Ich zoome uns weiter rein, ich gehe nicht ins Detail, es geht mir so um ein Prinzip. Wenn ich zum Beispiel das hernehme, in Biomasse, den Naturstoffkreislauf auf unserer Erde, ist das unglaublich perfekt in dem Sinne, dass die Natur keinen Abfall produziert. Muss man sich mal vorstellen. Da gibt es nichts, was irgendwie Abfall ist und nicht mehr wiederverwertet werden kann. Ein ständiger Bewegungskreislauf. Also das Leben bewegt, 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 bewegt. Wasserkreislauf, das könnte man jetzt weiterführen. Aber die Zeit läuft und ich springe weiter. Zurück nochmal. Wir zoomen uns noch weiter rein und sind schon im atomaren Bereich. Ihr kennt das alle, wir haben alle in der Schule das lernen müssen. Ja, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, da ist ziemlich viel Bewegung drin in diesem atomaren Bereich. Ich springe weiter. Die Bewegung, das ist Prinzip, wo es eine Raupe ein Schmetterling wird. Also was bewegt da das Leben sozusagen, dass die Raupe zum Schmetterling werden kann? Woher weiß die Raupe, dass sie eigentlich ein Schmetterling werden kann? Ganz interessant zu fragen. Ich springe weiter. Ihr kennt das aus dem Samenkorn. Wird der Keim und irgendwann die Pflanze. Also überall diese Bewegung drinnen. Noch einmal weitergesprungen. Ihr kennt den Mensch, der hat sich irgendwann entwickelt, so in Richtung Homo economicus, Homo sapiens. Jetzt sind wir am Sprung sozusagen zu einem Homo integralis. Das ist sozusagen die evolutionäre Entwicklung und gibt sowas wie auch eine ganz spannende Herangehensweise und diese Sicht, so die Entwicklung des Menschen aus einer Bewusstseinsbetrachtung heraus. Wir haben irgendwann einmal gestartet zu Urzeiten und haben unser Bewusstsein ausgeweitet, ausgeweitet und haben heute sowas wie kriegen ein Verständnis für unseren Globus, für unsere Erde, für diese Zusammenhänge. Alleine das wäre schon mehr wert, eine Viertelstunde zu verbringen, aber ich habe keine Zeit dafür und muss weiterspringen, bin in Bewegung. So, jetzt kommen wir sozusagen zu dem, worum es euch geht und auch uns ganz stark geht, das ist der Mensch. Wenn ich mir vorstelle, dass sich in mir permanent alles verändert, damit ich der bin, der ich sein kann, fasziniert mich das. Wenn ihr euch überlegt, wir haben so am Tag
ca. 60.000 Gedanken in einem Jahr. Hochgerechnet sind es ungefähr 22 Millionen Gedanken. Das ist nicht schwach, was da ständig durch uns durchfließt an einem Tag. Ein anderes Beispiel ist, dass innerhalb von einem Jahr 98% meiner ganzen Atome erneuert werden. Also innerhalb von einem Jahr bin ich sozusagen ein komplett anderer Mensch, wenn ich das auf der Ebene der Atome betrachte. Also irgendwas verändert sich permanent und bewegt sich permanent in mir. Ich muss mich verändern. So, wenn ich das kurz zusammenfasse, dieses Spiel so, also überall steckt, wo Leben drinnen ist, eine Organisation, das ist das Phänomen, Leben will bewegt werden, will gelebt werden. Und gemeint ist für mich sowas wie eine immerwährende, transformierende Bewegung des Lebens, das zielt auf seine Entfaltung, auf seine Erhaltung, Entwicklung, habe ich schon gesagt, Entfaltung und Differenzierung hin. Also wir wollen uns sozusagen an unseren Talenten wiederfinden, wie du das vorher so schön gebracht hast, das Beispiel. Es ist eine Kraft, die der Gestalt des Lebens sozusagen von der Unsichtbaren, also das ist ja so von der Idee, ich habe einen Traum, eine Idee, ist schwer irgendwie sozusagen zu greifen, aber ich bin überzeugt von der Idee und dann gibt es eine Bewegung des Lebens, einen Weg und sie wird Realität, sie ist manifestiert, sie ist lebendig und in der Erde, also sozusagen im Leben herinnen. Das ist so ein anderer Bewegungsimpuls. Ein anderer ist so, wir können sie wahrnehmen, sobald der Traum ist oft für uns nur wahrnehmbar und wenn sie ja so kennst, diese verrückten Menschen, so diese Visionäre in unserer Zeit, wenn sie diese Leute fragt am Anfang, wie ist es ihnen gegangen, das war die Reaktion, wie sie ihre Idee mit Menschen geteilt haben, ist es meistens so, dass es heißt, ja, du bist der Verrückte. Du bist der Verrückte sozusagen mit deiner Idee. Und dann irgendwann ist die Idee keine Idee mehr gewesen, sondern sie war Innovation, also sie war Realität. Ich springe weiter so von dem Prinzip, um das es mir geht, aus der Raupe wird der Schmetterling, der Samenkorn zu einer Pflanze, die menschliche Eizelle zu einem Menschen, eine Idee wird zum Businesserfolg, ein Begeisterungsfunke wird zu einer gesellschaftlichen Bewegung. Kennen wir alles schon. Und die Bewegung ereignet sich dort, in dem Augenblick, wo sie erwünscht ist, wo Leben ist, wo eine Umgebung dafür geschaffen ist. Und das ist so das spannende Momentum, das es im Moment braucht. Warum erzähle ich euch das? Auf der einen Seite bringt es ganz gut sozusagen Karl-Heinz Förster auf den Punkt, er spricht von Human Becomings, also so das eine ist so, wir sind ja nicht nur der Mensch, der ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin, aber ich habe ein gewisses Alter erreicht und das hat was aus mir gemacht, das Alter. Also es gibt so eine Zeitlinie hinter mir und da steht auch mit gewissen Erfahrungen, aber es gibt da was Ungelebtes, ich schaue jetzt davor, meine Zukunft steht davor und das ist der Hermann, sozusagen mein ungelebtes Zukunftspotenzial und dem gehe ich entgegen, das will ich leben. Ich hoffe, da kommst du mir ein Stück entgegen. Also ich bin ja sowas wie ein werdendes Wesen, ein werdender Mensch. Wenn ich das so auf den Punkt bringe, gibt es da rechts, kennst den Da Vinci, das geht schon immer, gibt es den Menschen sozusagen, den es gilt, in seinem Potenzial zu stärken, zu bewegen. Dann gibt es sowas wie Gemeinschaft zu gestalten heutzutage. Wie wollen wir zusammenleben in einer Zeit, wo vieles nicht mehr funktioniert, viele Systeme kurz sozusagen auch vor dem Zusammenbruch sind, ausklingen, wo man vor Krisenmomenten, Krisensituationen stehen. Also wie leben wir Gemeinschaft neu und wie leben wir sozusagen auch das Ganze? Also was ist unser Beitrag auch zu dem Ganzen, zu diesem Planeten Erde, den wir bevölkern und den wir ja erst lernen müssen, glaube ich, auch gepflegt zu behandeln. Mein Traum ist einer, den viele mittlerweile teilen, der heißt sowas wie Sustainability, also Zukunftsfähigkeit. Und wenn man zusammenbringt oder zusammenführt, bedeutet das, dass wir haben bald 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, dass die in absehbarer Zukunft gut, also gutes Leben haben und im Einklang mit den Ressourcen auf diesem Planeten leben. Das ist eine Utopie. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aus meiner Sicht ist es absolut möglich, aber ob es umsetzbar sein wird, keine Ahnung. Kann man sagen, verrückt, dass Menschen sowas denken. Was Ähnliches hat gerade der World Business Council for Sustainable Development entwickelt und da sind die größten Firmen der Welt drinnen, auch die UNO als Vertreter. Also mittlerweile dieser Traum dringt ein in unsere Institutionen, in unsere Köpfe, in unsere Herzen und es gibt eine Bewegung in diese Richtung. Es ist eine globale Bewegung und die will lebensfördernd sein. Das Leitprinzip in diese Richtung ist, wenn Sie das so verfolgen, wir kennen das Pareto-Prinzip, also normal in 20% der Zeit erledigen Sie 80% der Dinge. Das ist genial. In Unternehmen schaut es so aus, dass 20% der Innovationen meistens
80% des Umsatzes bewirken. Und 80% der Innovationen bringen nur 20%. Diese 20% Innovationen, die jeder haben will, nennt man dann sowas wie radikale Innovationen. Das sind die super guten Ideen, die dann aufgehen in der Welt. Wuff, eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die suchen wir alle. Und auf das Prinzip jetzt übertragen, was ich da meine, ist so 20%, und jetzt nehmen wir es mir nicht bei der Zahl, es geht mir so um ein Prinzip sozusagen herzustellen, ist, da geht es darum, wir müssen uns ein bisschen reduzieren, was unser Leben betrifft, in Anführungszeichen, also effizienter werden, was zum Beispiel unsere Ressourcen betrifft, ja? Was zum Beispiel den Energiehaushalt betrifft, was den Umgang mit gewissen fossilen Rohstoffen betrifft. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie die 80%, und diese 80% gehen in Richtung Erneuerung. Erneuerung von Systemen, von Organisationen, Erneuerung sozusagen dieses globalen Zusammenwirkens. So. Wie tickt die Bewegung des Lebens, von der wir angefangen haben vorher, und wir gesehen haben, die ist überall drinnen. Ich glaube, das Grundprinzip lautet Salutogenese, und Salut, das kennt jeder aus Italien, Salute, Prost, heißt Gesundheit. Genese heißt Entstehung, Entwicklung von Gesundheit. Also wie entsteht Gesundheit? Und es gibt sowas wie Gesundheitsorientiertheit und Lösungsfokussierung. Wenn wir nicht da weiterspringen, Sie brauchen das nicht genau lesen. Diese Logik, zum Beispiel, ich kann das jetzt nur annehmen, aber die antreibt, das ist eine andere, das ist, du hast einen Traum, eine Idee, das ist eine Möglichkeit, das macht was auf in dir. Wenn ich mich aber nur mit Problemen beschäftige, sozusagen auf die Seite von Pathologien gehe, Krankheiten, Krisen, nur Probleme sehe in meiner Umgebung, dann werde ich irgendwann auf gut Deutsch ein Problem sein. Das macht mir zu, verengt extrem den Bewusstseinsspektrum und auch die Lösungsmöglichkeiten. Also es geht so etwas wie zu lernen, in Lösungen zu denken. Und dieser lösungsorientierte Ansatz tickt ganz anders. Das ist eine andere Grammatik, eine andere Sprache. Ja, und dieses Finden, das beschäftigt uns alle, glaube ich, im Moment extrem. Ich möchte kurz hinweisen, so, wir sind nicht alleine auf der Welt, da gibt es dann so Leute wie, die schreiben dann solche Bücher wie The Power of Unreasonable People, also so, wie die Unvernünftigen diese Welt verändern werden. Es geht um diese Leute, um die Schrägen, um die Spinner ein bisschen, in Anführungszeichen, um die sich was trauen, die sich was Verrückten trauen, also einen Sessel nehmen und auf eine andere Stelle stellen, die einfach zu sich stehen und verwegen, Lösungen in diese Welt bringen, die zukunftsfähig sind, im Sinne von nachhaltig, ökologisch, sozial und ökonomisch. Jetzt haben wir schon fast, brauchen im Detail eingehen, aber so Faktoren dieses Prinzips, sozusagen dieser lösungs- und gesundheitsorientierten Herangehensweise ist sowas wie, ich brauche einen Traum, eine Vision, eine Utopie, sonst geht es gar nicht, sonst gibt es nichts, was sozusagen mich aufmacht in die Zukunft. Ich brauche was so wie eine gesunde Lebenshaltung, ich brauche sowas wie in mir, und das hat jeder von uns, latente Potenzialitäten, also sowas wie ungelebte, aber in mir angelegte Möglichkeiten. Ich brauche was wie Reproduktionsfähigkeit, Erneuerungsfähigkeit, sowas wie Ausrichtung, also Entwicklungsausrichtung, wo will ich mich hinentwickeln? Und ich brauche was wie schöpferische Fähigkeit, schöpferische Potenziale. Das ist dann so auf gut Deutsch so, ich habe eine Idee, aber wie kriege ich die in die Welt? Das haben wir auf der Ebene. Jetzt bin ich fast am Ende, das ist fast ein Wunder, dass ich das zeitlich hinkriege. Das für mich Faszinierendste ist, und darum habe ich am Anfang gesagt, ich und wir bei Plenum arbeiten in erster Linie mit Menschen. Grüß Gott, übrigens, willkommen. Wir arbeiten mit Menschen. Das ist sowas auch ausgeleitet von den Hopis. Das war so ein altes Indianervolk, ganz spannend, in Nordamerika. Und die haben so diesen Spruch gehabt, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Also wir da herinnen sind die, auf die wir gewartet haben. Wir brauchen nicht auf irgendeinen Guru, auf irgendwelche sozusagen Träumer, Führer, sonst was im Außen warten. Wir haben sozusagen alles in uns, was wir brauchen, um unseren Weg, unser Leben, unsere Gemeinschaften und sozusagen, was mir am Herzen liegt, also die globale Perspektive mit reinzunehmen, diese neu zu gestalten. Das Tolle daran ist, es braucht keine neuen Anstrengungen, es braucht eben nur uns. Was es aber braucht, und in dem Sinne ja schon mal herzliches Danke für eure Impulse, ist sowas wie die Kräfte zu bündeln, die Gedanken im Sinne von Träumen zusammenzuführen und die Stärkung des Individuums. In dem Sinne würde ich sagen, so aus meiner Sicht, die liebe ich, die Unmögliches begehren und Unmögliches bewegen, hat Goethe schon gesagt, und darf das aufnehmen und euch alle noch ganz bewegte, lebendige Momente wünschen. Und ja. Applaus